Ja, hallo. Heute geht meine Reise nach Istanbul. Dort ist dieses wunderschöne kleine Häuschen rund an einem Straßeneck. Und was ihr seht, das ist also das, worum es geht, die fertige Ausarbeitung. Und hier seht ihr meine Vorlage. Ich habe sie mir aus dem Internet gezogen. Ist ein Schwarz-Weiß-Ausdruck. Ich beginne mit diesem Fenster, weil es für mich einfach so zentral liegt, auch vom Fluchtpunkt her, der sich ja hier von unten nach oben arbeitet und hier leicht schräg abfällt. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich habe hier einen schwarzen Feinliner und werde mich jetzt hier Stück für Stück vorarbeiten. Hier habe ich also mein Fenster. Ich sehe überall rein. Ich habe ja fast die komplette Draufsicht. Dann hier unten drunter habe ich in einem leichten Bogen nach oben schon die erste Rundung und hier oben drüber, ziemlich im gleichen Abstand, habe ich das Gegenstück. Hier wird es leicht eckig und fällt ein bisschen ab. Dann weiter oben die zweite. Genau mittig über diesem Fenster habe ich jetzt hier auch ein Fenster, aber das ist etwas kleiner. Und ich sehe direkt oben rein. Ihr seht, hier oben werden die Linien schon etwas steiler nach unten. Und hier habe ich auch ein Fenster. Und hier bei dem Fensterstock hier oben etwas leicht nach unten abfällt. Und das Fensterglas kann ich aufgrund der Perspektive gar nicht mehr ganz sehen. Direkt hier oben habe ich wohl eine Terrasse. Ich mache mir jetzt erstmal die drei Fenster hier. Kommt hier noch ein Fenster dran und hier und Hausmauer geht bis an die Seite. Und da oben sind wir tatsächlich gerade.
Dann haben wir hier eine Linie, noch eine Linie und hier unsere Dachziegel. Das geht hier ein kleines bisschen raus und kommt dann da an der Seite wieder schräg ran. Auf dieser Höhe ungefähr haben wir auch einen Bogen, der geht nach unten. Und einen kleinen Stück nach außen und gerade runter. An dem Endstück entlang sehe ich nochmal eine Fensternische. Und hier etwas erhöht haben wir schon den Bogen von der Seite des Fensters. Nochmal eine Linie etwas weiter raus. Und wieder etwas erhöht die nächste, wobei dann hier ein Fenster ist. Und hier ein Vordach. Ihr seht, ich habe die Linie jetzt hier verlassen, aber das macht nichts, dieser Abstand. Das ist jetzt nicht weiter tragisch. Jetzt gehen wir mal noch hier unten hin. Alles unterhalb, da habe ich jetzt unterhalb des Fensters direkt mein Eck. Hier drin habe ich einen Bogen. Und hier ist schon meine Tafel. Oh, haut das noch hin? Ja, das haut noch hin. Ja. Hier. Und dann geht es wieder nach oben. Hier habe ich ein Fenster. Und hier habe ich ein Fenster. So. Hier ist ein Balkon. Fenster. Stuck. Und hier das nächste Fenster.
hier noch unten drunter. Das ist wohl eine Treppe. Oh, jetzt haben wir dann da ein Auto. Ich finde Autos gar nicht so einfach. Ich glaube, sie zu bauen erscheint mir fast leichter als sie zu malen. Hier haben wir den Gehsteig. So, jetzt haben wir noch die andere Seite auf der Höhe hier. Haben wir einen kleinen Versatz. Darüber ist sicherlich auch ein wunderschöner Balkon. Das geht dann hier runter. Hier ist noch ein Schornstein. Und hier oben wächst ein Baum. Noch ein schmales Fenster. Das ist jetzt hier schon mal meine Vorzeichnung, fast fertig. Hier unten kann man noch ein bisschen was einarbeiten.
Warte mal. Mal so fuchsen. Und wie es ausschaut, Kabelsalat. Das eine geht darüber. Dann kommt hier eins raus, das kommt hier hin und geht darüber. Dann haben wir noch eins, das kommt von hier raus und geht darüber. Und hier liegt auch eins. Und dann fehlt uns noch irgendwie ein drittes. Hier haben wir ein Loch und hier unten und das Kabel dahin. Und hier machen wir noch das zweite Auto hin. Das würde ich jetzt als Vorzeichnung gerne mal lassen, aber wir brauchen noch dieses Kabel. Ich finde nämlich, dass die Kabel dort durchaus charaktergebend sind. So. Hier gehen die Pflastersteine so. Hier haben wir sie, um das hier alles gelegt. Hier haben wir noch und kommen dann von da hier so und dann immer mehr zu uns hin. Hier haben wir aber auch ein Loch. Hier drumherum haben wir noch so Stützen. Gut, dann gehen wir in die Ausarbeitung. Und wie ich die Ausarbeitung mache, zeige ich in einem Anschlussvideo. Schaut vorbei, wenn ihr wollt, ich würde mich freuen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss!